In 2010 haben wir 4 Wochen für eine Chile-Reise zur Verfügung. Vom 22. Oktober bis 19. November fliegen wir von Düsseldorf über Madrid nach Santiago de Chile. Wir übernachten in Santiago im zunehmend beliebteren Viertel Barrio Paris Londres, in einem allerdings eher einfacheren Hotel, das Plaza Londres, und bleiben 2 Tage, bevor es mit LAN Chile in einem 4-Stunden-Flug nach Punta Arenas in Südpatagonien geht. Hier erkunden wir in einem Jeep die zerklüftete Andenregion Patagoniens beidseits der argentinisch-chilenischen Grenze. Wir besuchen den berühmten Torres del Paine Nationalpark auf chilenischem Gebiet. Und in Argentinien den zweiteiligen Los Glaciares Nationalpark, in dessen Nordteil das Fitzroy-Massiv und die blanke Felsnadel Cerro Torre das Panorama beherrschen. Und in dessen Südteil der Perito Moreno Gletscher für Begeisterung sorgen soll. Nach einem Flug zurück zum Drehkreuz Santiago geht es nach kurzem Aufenthalt weiter in den großen Norden Chiles, nach Antofagasta in die Atacama-Wüste. Diesmal muss ein einfacher PKW reichen. Allerdings dreht man uns hier bei Alamo ein ziemlich heruntergekommenes Exemplar an, mit dem wir wohl oder übel zurechtkommen müssen. Wir besuchen San Pedro de Atacama, die Salzpfanne Sala de Atacama das Valle de la Luna die Geysire von Tazio und im äußersten Nordosten, an der Grenze nach Bolivien, ein besonderes Juwel, den Lauca-Nationalpark, mit dem pittoresken Vulkan Parinacota am Lago Chungara. Bevor wir am Pazifik, an den Stränden von Iquique, unsere abwechslungsreiche Reise ausklingen lassen müssen. Seht selbst.